Tagesablauf? Das wissen Sie, ich am 7. Oktober des letzten Jahres genau dieses Szenario in einem Interview beim Öffentlich-Rechtlichen als auch am 22. September im Bundestag vorausgesagt habe. Nicht im Sinne der Glaskugel, sondern weil uns klar war, dass das verfassungsrechtlich nicht nur problematisch ist, sondern so nicht geht. Deswegen Alter, es ist verfassungsrechtlich problematisch, in eine Verfassung dumme Regeln zu schreiben, die sich nicht einhalten lassen. In einer Welt, in der die Unternehmen Nettosparer sind, kann der Staat nicht dauerhaft auch Nettosparer sein. Das geht einfach nicht. Es sei denn, man wälzt die Verschuldung aufs Ausland ab, was Deutschland jetzt zum Leidwesen seiner europäischen Handelspartner die letzten 15 Jahre, 20 Jahre fast schon gemacht hat. Also das ist doch ein einziges Desaster. Ich hoffe, wir kommen langsam mal zum Punkt. Also diese Politiker, die regen mich schon wieder auf. Haben wir in Sachsen-Anhalt auch nicht dieses Problem, sondern wir haben lediglich nachzuführen jetzt in den Folgehaushalten, dass das, was wir eingestellt haben, und das betrifft nur Corona, immer mit den entsprechenden Jahresscheiben festgemacht wird auf das Haushaltsjahr. Und dann sind wir da raus aus dem Problem. Die andere Sache ist die, dass wir so schnell wie möglich einen Bundeshaushalt brauchen. Da gebe ich Herrn Klingbeil recht. Es darf nicht sein, dass aus dieser Haushaltsnotlage eine Staatskrise wird. Und das sage ich auch vor dem Hintergrund. Deutschland sollte nicht die Bezahlung seiner Beamten einstellen und gar keinen Bundeshaushalt mehr aufstellen. Mensch, wir sollten nicht morgen früh die Staatspleite und den Staatszerfall erklären. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr euch da wenigstens einig seid. Also wäre schlimm, wenn nicht. Dessen, was nächstes Jahr alles stattfindet. Drei Landtagswahlen, Kommunalwahlen und noch vieles andere mehr an wichtigen Entscheidungen. In Europa, aber auch in Deutschland. Und in werdet ihr hoffentlich alle abgewählt. Einzelnen Bundesländern. Und wenn wir nicht schnell handlungsfähig werden, dann wird das auch problematisch für unsere Investoren, die wir haben. Wir arbeiten an diesen Projekten, die ja europäische Projekte sind. Das sind ja nicht lokale, kommunale Projekte. Das sind europäische Projekte, die Europa geholt hat, die nach Deutschland gegangen sind. Dann zum Beispiel bei uns in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg oder in Dresden oder im Saarland dann entsprechend platziert wurden, dass diese auch umgesetzt werden. Und da muss ich zumindest sagen, unabhängig davon, was Sie jetzt sozusagen bewerten, als Artikulation des Kanzlers ausreichend oder nicht ausreichend, er hat mit uns sofort gesprochen, mit Michael Kretschmer und mir, und hat uns klar gesagt, dass er zu diesen Projekten steht und alles dafür tun wird, dass diese kommen. Und wir nehmen den Kanzler dabei im Wort. Es geht um strategische Investitionen und Deutschland kann es sich nicht leisten, diese fallen zu lassen. Das wäre also ein Reputationsschaden, ein strategischer Schaden, der wäre nicht wieder gut machbar. Und deswegen bei all den politischen Aufarbeitungen, bei all dem, was jetzt auch juristisch in Auswertung des entsprechenden Urteils... Reputationsschaden, also es geht jetzt um die Ansiedlung von ein paar Industriezweigen, von denen sehr zweifelhaft ist, welchen Nutzen die tatsächlich in Zukunft für unser Land haben werden. Also darüber reden wir jetzt. Aber über die massive Deindustrialisierung, die wir gerade erleben, darüber wird gar nicht geredet. Also vielleicht kommt das noch. Zu machen ist, brauchen wir so schnell wie möglich eine Einigung zum Haushalt und zwar erstmal in der Koalition. Die müssen sich erstmal dort einigen, damit man überhaupt gesprächsfähig ist mit der auf der Bundesebene Opposition, aber auch mit den Ländern, denn wir müssen das ja gemeinsam schultern. Da Sie angesprochen haben, dass Sie schon vorfristig und frühzeitig gewarnt haben, warum sagen Sie das? Hätte also die Bundesregierung besser vorbereitet sein können? Sie hat wirklich wahrscheinlich gedacht, das geht so durch. Sie hätte die Schuldenbremse ordentlich aussetzen können. Also, ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Mache ich an meinem Stream zum Glück nie. Hier auf YouTube habe ich auf meinem Erstkanal, Agitator der sozialen Marktwirtschaft heißt der, schaut da gerne vorbei. Habe ich auf meinem Erstkanal, hier, die Schuldenbremse muss weg, Wirtschaftstalk 17. Schaut da gerne vorbei. Hier, so sieht das Video aus. Ich klicke schon mal drauf. Hallo, ihr Lieben. Werde ich vielleicht noch einige Male erzählen. Da gehen wir, Jan und ich, detailliert auf dieses Urteil ein. So ganz detailliert nicht. Also wir gehen auf die groben Punkte ein. Und das Problem ist nicht, dass das Bundesregierung eine Notlage erklärt hat, die nicht bestehen würde. Darüber hat das Verfassungsgericht überhaupt nicht geurteilt, sondern die Bundesregierung hat erstmal einen Haushalt fürs letzte Jahr beschlossen. Also quasi rückwirkend rückwirkend versucht, Mittel mitzunehmen, die eigentlich aus dem letzten Jahr waren. Das darf sie nicht. Und zweitens hat sie halt nicht begründet, inwiefern Corona-Notstand und Klimanotstand zusammenhängen. Also wenn man einfach ganz normal die Schuldenbremse ausgesetzt hätte und das nicht durch so ein Sondervermögen gemacht hätte, also einfach ganz normal gesagt hätte, ausgesetzt, wir haben jetzt Konjunkturnotlage, wir müssen Geld ausgeben, dann wäre das gegangen. Also das Problem ist verfassungsrechtlich nicht, dass keine Notlage wäre, oder dass die Bundesregierung das nicht hätte machen dürfen, sondern dass man das über so eine komische Extra-Regelung versucht hat, so zu tun, als ob man die Schuldenbremse einhalten würde, die ja vorher auch ausgesetzt war und die man nur noch weiter hätte aussetzen können.
Also das ist das Problem. Man hätte die Schuldenbremse länger aussetzen können und man könnte das immer noch machen, wenn man es politisch wollte, aber die Bundesregierung will das nicht. Diese Regierung zerstört lieber absichtlich unsere nationale Volkswirtschaft. Und es gibt auch keinen Kläger. Und wer da die Diskussion jetzt entfacht, dass die CDU doch zurückhaltender gewesen wäre, wir haben schwierige Zeiten und so weiter und so fort, ist ja eigentlich bloß eine Klarstellung der Verfassungslage. Ich will jetzt auch kein Besserwisser sagen. Eine Verfassungslage, die durch ein verrücktes neoliberales Ideologieprojekt, das von einer großen Koalition in unsere Verfassung geschrieben wurde, erst zustande kam. Man hätte die Schuldenbremse niemals in diese Verfassung schreiben dürfen. Das ist das Problem. Dass durch eine verrückte Manifestation neoliberaler Ideologie es unsere Verfassung geschafft hat. Also das ist wirklich ein Missbrauch unserer Verfassung. Das ist ein Missbrauch des Grundgesetzes. Das ist ein Anschlag auf unsere Demokratie, so eine Regel da reinzuschreiben. Seien aber unsere Juristen vor allem. Und ein Anschlag auf den gesunden Menschenverstand. Also in einer Welt, in der die Unternehmen sparen, kann der Staat nicht auch noch sparen. Das ist verrückt. Also jedenfalls dann, wenn man auch meine sich als Ziel setzt, dass das Land auch noch in ein paar Jahren eine funktionierende Volkswirtschaft hat. Aber das scheint ja nicht das Ziel dieser und der letzten Regierung zu sein.